habe mein Leben lang Sport gemacht und jetzt tut er mir unheimlich gut als Ausgleich. Zum einen, weil es die Bewegung ist, man den ganzen Tag ersitzt. Zum anderen habe ich aber auch die besten Ideen, wenn ich mich sportlich betätige. Ich kriege den Kopf frei und auch die Ideen für den VDE. Wir sind einerseits ein Technologieverband, das heißt der Ansprechpartner für Politik, aber auch Industrie hier innerhalb von Deutschland. Aber letztlich sind wir auch ein mittelständisches Unternehmen, was international aufgestellt und global aktiv ist. Gemeinsam mit Herrn Hinz bilde ich den Vorstand für die gesamte VDE-Gruppe. Während Herr Hinz eher der Außenminister ist, bin ich als COO für die gesamten internen Abläufe zuständig. Dort auch insbesondere für den Personalbereich. Ich bin für den VDE als Batterieexpertin VDE-weit tätig. Das heißt sowohl in der DKE als auch für das Prüfinstitut und die VDE Renewables GmbH. Ich bin hier im VDE-Institut die zuständige Sicherheitsfachkraft und bewerte die verschiedenen Prüfmittel und Arbeitsbedingungen auf ihre Gefährdung. Ich stehe genau an der Schnittstelle zwischen Ingenieur und Informatik und bringe das Wissen, das unterschiedliche Wissen unserer Fachexperten zu einem Systemdenken zusammen. Ich habe Chemie studiert, mich im Bereich der physikalischen Chemie spezialisiert und habe mich dann in meiner Doktorarbeit mit Lithium-Ionen-Batterien beschäftigt. Ich habe eine 3,5-jährige Ausbildung gemacht als Energieanlagenelektroniker, habe dann meine Zusatzqualifikation als staatlich geprüfter Techniker gemacht und eine Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit. Ich habe an der FH Frankfurt Ingenieurinformatik studiert und gerade im Bereich der digitalen Transformation bin ich dann angesiedelt in dem Fachbereich. Ja, die Lithium-Ionen-Batterie hat viele neue Anwendungen ermöglicht, ist dadurch auch in aller Munde und es gibt einfach noch viele spannende Fragen zu klären bei dieser neuen Technologie. Aber auch ein sehr interessantes Produktsegment, das wir auch betreuen, ist die sogenannte Performance-Prüfung an Staubsaugern beispielsweise oder an Waschmaschinen. Genauso machen wir auch Sicherheitstests für die sogenannte Kickback-Prüfung an Kettensägen mit ihren Rückschlagverhalten. Was mir am meisten daran Spaß macht, ist, so viele Leute und Experten an einem Tisch zu haben, das unterschiedliche Fachwissen. Erstens, ich lerne ganz viel dabei, ich kann die Leute miteinander vernetzen und zusammenbringen und alles zusammen wirklich ergibt einen Weg und wir haben den Mut, zusammen in die Zukunft zu gehen und in die digitale Transformation und das bestärkt mich an meiner Arbeit. Jede Person, die eine Ausbildung in der Elektrotechnik macht, wächst mit dem VDE in der Muttermilch auf. Auch wenn er noch nie Kontakt mit der Norm hatte, den VDE kennt man. Die Zusammenarbeit ist wunderbar hier im Haus. Wir bringen unterschiedliches Wissen mit aus unterschiedlichen Fachbereichen, müssen Projekte miteinander umsetzen und dementsprechend erreichen wir am Ende immer unsere Ziele. Wir haben Diskussionen, wir haben Auseinandersetzungen, aber kommen immer am Ende wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Beim VDE selber habe ich das Maximum an Vereinbarkeit zwischen Privatleben und Berufsleben. Ich habe noch nie einen Arbeitgeber erlebt, wo es so einfach ist, dementsprechend auf meine Bedürfnisse als dreifacher Familienvater einzugehen. Wir suchen in der VDE-Gruppe immer wieder Mitarbeiter, die uns insbesondere zu den Themen der Zeit, nämlich Energiewende, Cybersecurity oder E-Mobility, im VDE-Team unterstützen und die ideale Zukunft mitgestalten.